Bergstadt Schneeberg, wie gut das klingt. Und das mit Recht. Denn das erzgebirgische Schneeberg ist eine Stadt mit einer reichen Bergbaugeschichte. Das ist weit über die Grenzen des Erzgebirges hinaus bekannt. Vielleicht hat dazu auch der Schneeberger Bergstreittag beigetragen. Jedes Jahr wird der am 22. Juli gefeiert, um eine bedeutende historische Episode sowie das bergmännische Standesbewusstsein zu würdigen. 2024 war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer anlässlich des Bergstreittages zu Besuch in Schneeberg. Zunächst besichtigte er verschiedene Objekte der Schneeberger Bergbaulandschaft und traf Vertreter lokaler Vereine. Kretschmer war 3 Wochen davor schon mal im Erzgebirge auf den Spuren des Bergbaus unterwegs. Anlass war 5 Jahre UNESCO-Welterbe-Montanregion Erzgebirge Krušnohoří. Kretschmer besuchte mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala mehrere Orte der grenzüberschreitenden Welterbestätte. Jachimov, Marienberg und der Frohnauer Hammer in Annaberg-Buchholz gehörten zum Besuchsprogramm. Über die Bedeutung des Welterbetitels sagte der Ministerpräsident dann in Schneeberg: 5 Jahre Welterbe sind großartig. Die ganze Welt schaut auf diese Region, auf Krušnohoří, auf das Erzgebirge, und wir haben viel geschaffen. Wir werden auch noch viel mehr schaffen. Und auch das macht uns Mut für die Zukunft. Wenn wir große Dinge erreichen wollen und zusammenhalten, werden wir sie auch erreichen. In Schneeberg laden Sachzeugen aus 800 Jahre Bergbaugeschichte zum Entdecken ein. Ein Beispiel ist das Siebenschlehener Pochwerk. Die funktionierende Pochwerksanlage lässt erahnen, wie beschwerlich das Arbeitsleben dort einst gewesen ist. Regelmäßig werden auf dem Gelände des Technischen Museums auch Feste gefeiert, die auf gute Resonanz stoßen. Weil die Schneeberger auch ihren Bergstreittag nicht im stillen Kämmerlein feiern, ist die Stadt am und um den 22. Juli herum voll mit Gästen aus nah und fern. Zumal Schneeberg ein buntes Programm auf die Beine stellt. Beispiele aus dem Jahr 2024. Schon am 20. Juli wurde im Museum für bergmännische Volkskunst Schneeberg die Sonderausstellung Körper und Struktur eröffnet. Die gezeigten Objekte stammen alle von Detlef Jehn, einem renommierten erzgebirgischen Holzbildhauer. Am 21. Juli, dem Sonntag, war die Bürgermeisterwette zum Schneeberger Bergstreittag das zentrale Element. 2024 stand die Wette unter dem Motto »Glück auf trifft Ahoi«. Jörg Sämann, ein ehemaliger Seemann, hatte gewettet, dass es Bürgermeister Ingo Seifert nicht gelingt, 50 Erzgebirger mit maritimer Vergangenheit oder Gegenwart aufzutreiben und auf die Bühne zu bringen. Um es kurz zu machen, der Bürgermeister hatte die Wette klar gewonnen. Am 22. Juli, dem Bergstreittag selbst, gab es den ganzen Tag ein buntes Programm. Unter anderem stand die in dieser Konstellation neue Rups-Gang auf der Bühne. Die Gruppe besteht aus bekannten erzgebirgischen Volksmusikstars wie Thomas Rups Unger. Auch die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 ließ beim Bergstreittag grüßen, als in Schneeberg eine Skulptur für den Purple Path enthüllt wurde. In Schneeberg ist jetzt das Kunstwerk Coin Stuck Two des irischen Künstlers Sean Scully zu bestaunen. Aber natürlich sind die eigentlichen Höhepunkte zum Schneeberger Bergstreittag die Programmteile, die sich mit dem bergmännischen Brauchtum befassen. Zu nennen sind da die bergmännischen Konzerte. Die große Bergparade mit ihren vielen Teilnehmern in ihrem farbenprächtigen Habit sowie der Berggottesdienst in St. Wolfgang, der live auf den Markt übertragen wird. Hier einige Impressionen. Amen.
Der Bergstreittag wird immer am 22. Juli gefeiert. Das war in diesem Jahr ein Montag. Zur aufkommenden Frage, ob der 22. Juli für Schneeberg zum gesetzlichen Feiertag werden könnte, meinte Ministerpräsident Kretschmer, dass man darüber reden und miteinander nachdenken müsse. Fakt ist eins, diese Tradition des Erzgebirges, die ist großartig. Das ist das, was Sachsen ausmacht. Und diese Lebensart, die hat auch in der Zukunft ihre Berechtigung. Wir lassen uns überhaupt nichts erzählen, von wegen nur die großen Städte oder wie wir reden sollen. Nein, wir sind Sachsen. Wir sind Erzgebirger. Wir halten zusammen. Und während aus Schneeberg das Abschlusskonzert erklingt, tragen wir gern noch den Hintergrund des Bergstreittages nach. Mit dem traditionellen Feiertag wird an einen erfolgreichen Arbeitskampf der Bergleute Ende des 15. Jahrhunderts für einen gerechten Lohn erinnert. Ein solcher Bergstreit war für die damalige Zeit höchst fortschrittlich. Mit den Feierlichkeiten ist ein wesentlicher Bestandteil der Schneeberger Geschichte und Tradition bis heute greifbar. Nicht nur die Stadt selbst, sondern auch ihre Menschen geben Zeugnis von dem bis in unsere Zeit bewährten bergmännischen Standesbewusstsein.